Der Mittellandkanal auf der Höhe des Bootshauses Elboy. Der Wind weht heftig und so ist es eine kluge Entscheidung, auf das Ausrollen des werbenden Aufstellers zu verzichten. Ortstermin, denn ab 3. Mai besteht hier die Möglichkeit, auf das Fahrgastschiff Roland aus Haldensleben zuzusteigen. Wolmirstedts Bürgermeister Stichnot findet diese Idee sehr gut. Ja, mit der Bootsanlegestelle erhoffen wir uns natürlich, die Attraktivität der Stadt Wolmirstedt weiter auszubauen. Wir bieten unserer Bevölkerung hier die Möglichkeit auch an, in unserer Gemeinde dem Fahrgastschiff Roland zuzusteigen. Eine ganz interessante Fahrt zum Wasserstraßenkreuz zu unternehmen, auch dann überzuleiten in die Elbe. Im Rahmen der touristischen Erschließung unserer Region bin ich davon überzeugt, dass es ein ganz wichtiger Meilenstein auch ist, den wir damit setzen. Wir haben hier mit dem Bootshaus in Wolmirstedt ganz hervorragende Voraussetzungen und auch Bedingungen. Das ist die Karte zwischen Haldensleben und dem Wasserstraßenkreuz über die Elbe. Ausgesuchte Fahrten auf dieser Route bieten die Möglichkeit, in Elboy zuzusteigen. Es gibt unterhalb des Anlegers einen Parkplatz und auch sonst ist alles ordentlich vorbereitet. Probleme gab es in dem Sinne nicht, aber es mussten diverse Nebenbedingungen hier auch passen bezüglich des Parkplatzes, der Zuwegung. Die Pollerfestigkeitsprüfung musste durchgeführt werden. Wir brauchen eine wasserpolizeiliche Genehmigung und noch diverse andere Genehmigungen. Und das hat eben Zeit gebraucht. Eine Fahrt auf einem Schiff, auch wenn es nur die künstliche Wasserstraße Mittellandkanal ist, hat immer etwas Romantisches. Das ist aber auch irgendwie immer abhängig vom Wetter. Wir stehen hier im Moment bei strahlendem Sonnenschein, ziemlich im Wind, bläst ganz schön. Wird es in Zukunft eine Schutzmöglichkeit für Wartende geben? Das wird es geben, zumindest im Spätsommer. Es braucht natürlich ein bisschen Zeit. Wir sind dabei, das über ein Förderprogramm zu bekommen. Und zwar wird es dort eine Schutzhütte geben, auch über unsere Fahrradtouristen. Denn auch für diese soll das neue Angebot sein. Voraussetzung für das Zusteigen und selbstverständlich bringt das Fahrgastschiff Roland seine Gäste auch zurück, ist, dass man sich vorher telefonisch oder über das Internet anmeldet. Es gibt aber zwei Wermutstropfen. Auch wenn sich für Zusteigende ab Elboy die Fahrstrecke beinahe halbiert, der Fahrpreis bleibt davon unberührt. Und die Zustiegsmöglichkeit gilt zurzeit nur für die Fahrten in Richtung Osten. Eine Erweiterung des Angebotes in Richtung Drömling ist für das nächste Jahr geplant.